Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Paths of Exile. Wir sind ja letzten Part bei Kitava gewesen, haben ihn getötet und sind jetzt nun in Maps rangekommen und wir haben eine Map gemacht und jetzt haben wir noch einen Rammschmiede gefunden und jetzt müssen wir mit Stirb zuletzt wieder reden. You found the dream furnace? It was an ill-fated invention from a more hopeful time. It brought us Okay. only sorrow. Das Blutsiegel wurde erweitert. Jetzt können wir zweimal craften. Ja. Okay. Dreimal craften sogar. Also hier könnten wir wahrscheinlich eine Map drin verzaubern. Das machen wir gleich mal. Da haben wir noch Flussmündung. Und was ist das Symbol da? Verzaubern wir mal. Mal schauen, was rauskommt. Ich glaube, das kann ich auch zuerst rare machen. Nehmen wir mal Verbindungssphäre. Ja, ist easy. So, und jetzt machen wir das hier rein. Und dann wird es wahrscheinlich Scourge. Ja, dann wird wahrscheinlich Endless Scourge oder so sein. Das sind meine gefundenen Items. Unter anderem eine Promenadekarte aus der Gildentruhe. Und ja, noch ein paar, zum Beispiel ein Portal-Gem zwischen 21 Quality und ja, so ein Schild, Crit-Chance. Jetzt machen wir eine Map und dann machen wir Endless Delve. Probieren wir das mal aus, das ist eine Art Modus. Wir machen jetzt mal die Geistervilla, machen die natürlich auch noch rare und wir haben Widerstands Ladung könnte vielleicht ein bisschen schwer werden, aber gut. Ja. So, wir können hier einen Modifikator ausdingen und wir machen jetzt mal Syndikat. Genau. Jo. Sind wir für ein Level? 75 nun. Ja. Geht doch nicht gut. So, das mit dem Tradition machen wir jetzt noch nicht. Da müssen wir einfach schauen, dass die Gegner nicht zu zäh werden. Okay, ich mache noch ein bisschen leise scheinbar. Okay, ja, die Gegner, die machen mehr Lärm als Zauber. Das habe ich jetzt noch nicht so gut eingestellt. Ja, geht doch gut. Also, der Bild macht halt viel Schaden, das ist wunderbar. Ja, vor allem eben, weil die normalen nicht kritischen Treffer lucky sind und das hilft natürlich schon sehr weiter im Damage. Genau weiß ich nicht, wie das funktioniert, aber es ist wahrscheinlich wie ein Crit. Ein nicht Crit, wie ein Crit. Sehr gut. Noch nicht so viel Schaden. So, Aisling. You've won the battle, Du. Exile, but the war rages on. Do you want to know what wins? Ja. Macht einfach mal das. Jetzt haben wir hier auch drei Items, Identität-Item. Und Inflictor, wie die heißen. Ja, und hier oben ist auch das Ding. Und dieser Kafka nervt langsam echt. Er lockt sich die ganze Zeit in andere Charaktere ein. Es würde irgendwie sturzbesoffen sein. Ja. Ein bisschen doof, wenn man es immer wieder sieht. Okay, der ist wieder hier oben. Eingetaucht. So. Ja, es sollte eigentlich gut gehen. Das Tor ist noch nicht offen. Jetzt. Okay. Sollte eigentlich gut gehen. Nicht zu viel Schaden zu nehmen. Aber wir machen halt einfach nicht so viel Schaden. So, Hillock. Ja, Befestigung. Gut. Und hier ja, einfach auch Verbündete machen. Ulente ist was für ein Modifikator? Ein Ring, okay. Easy. So, ja, langsam geht es mir wieder besser. Ich habe immer noch starke Kopfschmerzen und ich habe ja irgendwie etwas mit Noise Gate falsch gemacht und nicht gemerkt.
Weil am Anfang, wo ich die Videos einfach getestet habe, habe ich noch nicht zu leise geredet, sondern irgendwann im Part, halt 50 Minuten Parts, habe ich dann halt einfach zu leise geredet und dann ist einfach nicht mehr alles aufgenommen worden. Meine ganze Stimme leider dann nicht mehr ganz komplett aufgenommen worden. Ja, so ein Fehler kann passieren, wenn man halt so schwer krank ist und wieder Unterzucker gehabt hat. Bei mir, also das ist das Schlimmste, was einem Let's Play eigentlich passieren kann, so Unterzucker gehabt. Wegen der Konzentration und einfach auch die Ausdauer. Das ist dann immer ein bisschen doof. Ich bin ja Sportler und ja, da sollte man eigentlich auch besser aufpassen auf den Unterzucker und nicht auf den Überzucker bei Diabetes. Ich weiß nicht, wie viele Livestreamer Diabetes haben. Ich habe eigentlich kaum schon einen getroffen. Das ist ein bisschen schade, aber die meisten sagen das halt nicht und ich sage es. Gut, ich muss nur den Weg finden hier unten. Ja, und auch ein bisschen vorwärts machen. Jetzt sind die Gegenstände unten in der Mitte kaputt. So, da soll ich so ein bisschen aufpassen. Ja, wir sind noch ein bisschen zu langsam für so einen hochwertigen Content. Okay, haben dekoriert Toten platziert. Ah, oh, nein, ich schon hier so ein. Verliert der. Ja, die haben wirklich zu viel Leben. Das ist halt einfach hochleveligeres Content. Die haben noch viel Leben. Okay. Oh, doch, Schaden bekommt sie eben. So, dann nehmen wir lieber Janus, weil Reike ist eher Fernkampf. So, nochmal ein Item. Syndicate-Item, Inflict-Modifikator. Also Reike möchte ich nicht entfernen, den sperre ich jetzt mal ein. Weil andere kann ich entfernen, damit neue kommen können, also einfach andere vom Syndicate. Ist auch sehr wichtig, aber eben ein paar, die nicht so gute Modifikatoren geben oder Crafting, einfach raushauen. Die kommen dann einfach, sobald ihr den Boss besiegt habt, also den Endboss vom Syndicate, einfach dann wieder rein. Ja, das ist nicht für unten endlich weg. So, auf Dave freue ich mich, aber die Map mache ich noch kurz fertig. Und ja, sonst können wir einfach noch anders machen. Aber ich will jetzt mal ein bisschen Dave machen, das ist ja nicht lange. Da habe ich ein Wochenende bis Montag. So, das sollte jetzt eigentlich bald tot sein. Ah, hat sich wieder neu aufgebaut. Ja, easy. So, und wir haben eine Wasserwegekarte gefunden. Level 2 in Blau. Schön. Also ich werde vielleicht den Ding noch nicht machen, den Expedition. Weil das ist mir ein bisschen zu nervig, wenn die so hoch ja, viel Leben haben. Schauen wir mal kurz, ob wir hier irgendwo Elektroschaden im Nun haben. Ich glaube nicht. Da oben haben wir noch eine Gruppengröße. Grüne, hellgrüne, blaue da. Seltenheit. Und hier haben wir noch Rüstungsgegenstand. Okay. Also machen wir doch das kurz. Wird wahrscheinlich nicht so schwer sein wie Syndicate, aber Syndicate ist jetzt am Anfang wahrscheinlich noch ein bisschen zu schwer. Und ja, dieses Scourge machen wir gar nicht. Good, that'll do it. So. All placed. Shall we light it up? Ja. Remnants of ancient civilization. Und los geht's. Also mentioned. This might enrage monsters. Ja. Vielleicht gar nicht mal so schwer. So, hier durch. Jetzt hier durch. Eat Sheet. Greift mir mega schnell an.
Ja, es könnte ein bisschen schwer sein, wegen einem Ding wie Bestandsladungen. Wir haben ein paar Gegenstände bekommen, die ich nicht verstehe. Ah, das sind einfach die Umtauschgegenstände. Das Glücksspiel. Ja. Okay, die machen recht viel Schaden schon. Das könnte wirklich schwer sein. Später das Expedition. Ja, die machen zu viel Schaden auf einmal und sofort gestorben. Oh je. Hier müssen wir nochmals rein. So. Ah ja, das Mana brauche ich ja nicht. Das machen wir aus. Das machen wir dafür dorthin. So, und das hier hin. Genau. Und jetzt haben wir noch Wut. Das heißt. Entschlossenheit heißt das. Okay. Quatsch. Wut ist das andere mit Feuer Damage, glaube ich. Ja. Boah, wie weit hier hinten Gegner noch sind, wegen einem Bodengeschwür wahrscheinlich. Okay, sehr gut. Ihre Maske, das gibt's ja immer wieder. Damit wir ins Labyrinth können. Und ja. Eigentlich fertig. Der Gegner ist auch tot, wo er uns getötet hat. I am no beast of burden. Also. Noch raus, was da drin. Süß. Bisschen zu klein, ich kann es kaum lesen bei diesem riesen Bildschirm. So it seems destroying ancient remnants alters. Okay, ja, der Ding ist nicht gut, der Blutfeder. Es ist halt never sink. Ja. Zweit schlechtesten. Abstract heißt er. Hello. So, und jetzt müssen wir noch kurz diese Sachen. Es ist besser hier, das ist besser. Eine Bewegungsgeschwindigkeit drauf. Ist hier besser? Und das hier. Das könnte ich auch gebrauchen. Und was mache ich für ein Beat beim Endless Delve? Wahrscheinlich ein Crit. Assassine. Mal gucken dann. Mana ist sehr wichtig und geht auf Mana. Ja, ich kann ja bald mit über Matter nehmen. Projektilgeme nehme ich hier mal. Ziemlich gut. Hier hätte ich etwas anderes drauf können. Hm. Aber halt nichts gerendert gerade. Ja. Ja, um den Chaos Damage immer machen. Hier auch immer Elementarschaden oder doppelten Schaden, wenn halt kein Elementarschaden ist. Und sonst haben wir keins. Geht, ne? Okay. Ja. Das war nicht so gut. Gegenstände. Schade. Ja, gut. Nicht so wichtig. Okay. Schade. Den nehmen wir, den Ring. So, den können wir verkaufen. Und der hier, Projektil geben und Projektile durchbohren, ein zusätzliches Ziel, nehmen wir auch mal. Dann können wir gleich Syndicate aufmachen. Nein, nicht. Mann, ich mag dieses Zeugs nicht. Ja, schlimm. Jetzt. Zünden. Syndicate ist zum Beispiel grün. Das hier und das hier. Rein. Und dann können wir hier noch hier rein tun. Hält viele Totems. Mach ich einfach mal in die Map. Fresh. Ring, Spektralring, verderbt, cool. Okay, Astragali, genau. Und hier könnten wir eigentlich noch die Dinge machen. Jetzt haben wir zwei Maps auf der Karte. Ich muss kurz den Atlas öffnen. Ja, wir müssen kurz nachschauen, was Atlas ist. Y, okay. Na, das weiß ich, was ich glaube. Jetzt habe ich hier die Geistervilla noch drin.
Also hier haben wir, glaube ich, 100 Maps versteckt. Und Flussmündung haben wir gestern, also im letzten Part gemacht, und Geisterwille im zweitletzten Part. So, und jetzt können wir, ja, eigentlich mal Endless Dave anschauen. Ich hoffe, es gibt keinen Warte-Ding. Ich muss dafür da unten hin tun. SSF, SSFHC. Wollen wir AHC machen? Okay, ist eine Woche. Ich glaube, ich mache nicht HC. Nee, niemals. Beitreten. Ich weiß nicht mal, ob der Charakter Bait funktioniert. With quickness of body and sharpness of mind. How have you paid for these gifts? With nur Endless, weil ich wollte noch 21, aber das geht gar nicht. Gut, also dann, jo, haben wir schon mal 3 Attributspunkte. Wir gehen wahrscheinlich hier auf Elementarschaden. Ich habe auch gerne Bewegungsgeschwindigkeit nehmen. Machen wir hier mal. So. Ah, noch ein. 3 haben wir Elementarschaden. Und du hast. Galili Roth ist noch hier. Weissagungskarten. Ah, okay. Dann nehmen wir mal. Nicht Frostklingen, sondern. Ätzende Pfeil. Brennende Pfeil. Vielleicht fangen wir mal mit Frostklingen an. Komm. Und nehmen dann einfach später noch die anderen. Also, was nehmen wir noch? Wir nehmen noch. Ja, die Sachen gibt es halt noch nicht. Müsste eigentlich hier sein. Ruf der Ahnen. Hab einen Frostpfeil, glaube ich, nicht. Was nehmen wir denn hier noch? Unbarmherzigkeit. Was ist das? Schnee? Schärfe? Okay. Jo, Salzstab brauchen wir nicht. Nehmen wir doch den hier. Das sei. Nehmen wir das hier. Ja. Andere Sachen können wir verkaufen. Es gibt das, nur diese. Ja. Was zu vergiften. Würde ich jetzt noch behalten. So. Wie man jetzt die Gems bekommt, weiß ich nicht. Aber wir gehen jetzt mal einfach zum ersten rein. Ah, wir haben noch Ding, Hartritt. Auf Deutsch heißt es Hass, okay. Easy. Schön. Hilft uns natürlich auch sehr viel weiter. Okay, jetzt schauen wir mal. Wir sind natürlich noch Level 1. B-Roll, okay. Gehen wir wahrscheinlich irgendwie. Etwas missverstanden. Leider sind die Mana-Kosten sehr hoch noch. Okay. Also, Endless Delph ist einfach das Delph. Unendlich und ohne Sulfid-Kosten. Ja. Ja, ich habe keine Chance. Man hat einfach keine Chance. Das ist sowas von unbalanciert, ey. Weißt du, ich habe Mana-Tränke wollen nehmen, aber was? Es ging nicht. Die blauen Gegner sind sowas von stark, ey. Wahnsinn. Ich weiß nicht, was negativ ist, aber wir machen ja sowieso eben Singleplayer. Softcore meine ich. Also blaue Gegner extrem stark. Töten eigentlich. Ja, die Mana-Tränke sind natürlich immer auf der 5, wo man es eigentlich nie gebrauchen kann. Ich finde das manchmal einfach nervig. Ja, was kann man dann groß machen?
Tut doch nicht alles am Anfang schon machen, also zieht's halt einfach. Naja, ist nicht so schlimm. Ja gut, also dann schauen wir mal, wie viel wir hier hinkriegen. Aber ich glaube, so Phasen am Anfang einfach normal. Im Endless Death ist einfach nicht balanciert. Ich habe keinen Bewegungsfeld. Keine Konzentration. Man hat keine Chance. Ich will das verdammte scheiß unbalancierte Zeugs nicht machen. Gott, oh Gott. Ist es wirklich so, dass man grinden muss und das nicht aufmachen darf? Ah, immer dieses Kack-Grinden, ne. Also, ich weiß nicht, was die mit dem Balancing angefangen haben, aber... Ja, man levelt auch kaum. Okay, gut, jetzt habe ich schon ziemlich viel Erfahrung gesammelt. Ist ja unglaublich, wie viel Mana-Kosten einfach wir haben. Ja, wenn die Gegner zu nahe kommen, wir haben so viel Stunlock. Cheat. Bin einfach ein bisschen genervt darüber, dass ich so schlecht jetzt momentan spielen kann, weil ich so krank bin. Tut mir einfach leid, dass ich ein bisschen aufgebracht bin. Ich bin heute schon dreimal gestorben. Ich hab's nicht. Jetzt friert mich doch nicht immer so ein. Unglaublich. Was soll man denn machen? Hier stehen irgendwo. Die machen nur zu viel Schaden. Mega unbalanciert. Ich hätte niemals gedacht, dass Endless Death so schwer ist am Anfang. Gut. Kann man halt nichts machen. Die können das schon ein bisschen balancieren für Endless Death. Im normalen Death muss es nicht so unbalanciert sein am Anfang. Kann ja sowieso erst ab 8 hier reichen. Ja, es ist unmöglich. Man bekommt so viel Damage. Ich habe so etwas leider keinen Bock. Ich schaue es später noch mehr an, aber... näher an, aber... Nein, dafür habe ich keinen Bock. Ja, das ist der falsche Charakter. Nach dem Ball am Schluss. Ja. Okay. Ja, ist ein bisschen doof. Also. Dann gehen wir direkt mal noch eine weitere Map machen. Bin ich schon bereit? Okay, ich bin schon bereit. Wir machen die Angst. So langsam habe ich keine Kopfschmerzen mehr. Hab mich ein bisschen ausreagiert und dann sind die Kopfschmerzen weg. So, da müssen wir natürlich mit vielen nochmals reden. Okay, das müssen wir mitnehmen. Und das zum Beispiel. Okay. Ja, dann gehen wir. Und zwar, ja, einfach von Anfang an. Ja, ich weiß, dass es zu niedrig ist, aber ich wollte ja mal schon noch ein bisschen warten, bis wir Band Max sind. So, kurzen Moment. Nein, ich will nicht abbrechen. Ich gehe hier rein. Ich habe halt in die andere Richtung geschaut. Das nach links und nach rechts. Okay, das ist nicht so zäh, wie ich gedacht habe. Okay, gibt's hier irgendwas Spezielles, wie zum Beispiel die Suchergegner? Wahrscheinlich nicht. Okay. Ja, natürlich freue ich mich auf
Doch sie sind diese Suche Totems. Okay. Aber weg damit. Wenn die mich uns sehen, dann bekommen wir hier unten mehr Alarmstufe. Nicht so gut. Schnell, schnell. Okay. So, und jetzt schauen wir nochmals auf die Map. Weiß ich noch nicht den Knopf mehr. AV. Ja, V. Da oben haben wir noch eine spezielle Truhe. Okay, die können wir noch öffnen. Jetzt schnell. Okay, sehr gut. Ja, durchlaufen. So, wie kommen wir hier hin? Ah, hier oben ist das Symbol. Und selbst der Umhang leider nur weiß, aber den können wir ja schon upgraden. Gut, und hier? Ja. Becken. Wir schauen das alles. Ah, oh, die Leere, das ist super. Ja, ist voll. Also nicht nehmen. Und Solaris Speer, sehr gut. Nehmen wir gerne mit. Ne, hier raus. Oh, weg. Oh, ich habe keine Dinge mehr gehabt. Blame Search, wie heißt. Ein Sport einfach, Bitch. Ich weiß nicht, Flame, Flame Dash, glaube ich, genau, Flame Dash. Flame Search ist ein anderer. So, ist doch einfach, oder? Ja, eben, es ist ein bisschen unterlevelig, also die haben dann eine Knopfwerk gefunden. Diese Eiskarte. So, fertig. Und dafür haben wir jetzt natürlich wieder etwas freigeschalten, vielleicht einen neuen Heist Ding und Sorte. This spear is a tremendous weapon, one fit for a goddess. The merchant Hargen expects its return. Sehr gut, also. Kartenstapel, Härte Splitters, das ist dann der Eis. Und Lernschmiede. Alles unique Waffen. Größere Gegenstand, Schwert, Waffe, Pazifismus, Game, ja, Game, unique. Unikevel. Vermögen. Okay, rüsten wir das kleine Teil aus. So, Isla hat auch wieder etwas. Und jetzt können wir das noch verkaufen. Hier, das hier und das hier nicht. Müssen wir das irgendwo abgeben? Wohin muss ich das? Ah, das ist einfach einer der Maps. Okay, dann gehen wir zurück und machen die nächste heißt. So, kurz einlagern. Wenn wir schon mal schauen, hier in der Gegentruhe, ob wir noch irgendwas finden. 12, 18 gibt wahrscheinlich nichts Neues, ne? Okay, Level 67 ist auch noch relativ leicht. So, also das Schwere mit diesen Türmen haben wir schon gemacht. Müssen wir einfach noch schauen, dass nicht diese ein Ding, sag schon, Drohnengegner da sind. Die machen auch noch ein bisschen Probleme. Und sagen wir viel. Ja, einfach die Unique-Gegner mit diesen starken AOE-Angriffen. Ich weiß nicht, wer geraucht hat dabei, den Entwicklern, aber die sind mega heftig schwer. Kann man nichts machen. Auch die sollte man eigentlich immer ausweichen, habe ich so das Gefühl. Mach's halt nicht gerne, weil ich die immer besiegen möchte. Dringend. Kann man nichts machen. Okay, ein Unique. Ah, cool. Mit den Holy Relics, ein Unique. Dass wir noch upgraden müssen. Ich hoffe, das wird dann später geupgradet, weil diese Properties, die gehen, kommen aus dem Spiel. 370. 370. Ja, 317 eigentlich, nicht 317, klar. Stangenaxt, okay, ein Anfänger an Unique. Hm,
Ja, ja. Ach, viel gerade. So, aufmachen. Okay, öffnen wir die andere Kiste dort auch noch. Das ist ein kleines Geist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Simon hat auf der kleinen Map nie ganz nicht so gut gemacht, dass man so wenig sieht auf der Map. Kann man auch nicht vergrößern irgendwie. Das ist einfach das, der kleine Ausschnitt, oder? Wie das ein bisschen rausgezoomt wird. Ich glaube, das ist Maximum rausgezoomt. Naja. So schlimm. Eben, wenn wir die Pfeil drücken, ist das Beste. Nicht doch drauf drücken, musst du nicht hinlaufen. Ja, wir haben vielleicht ein bisschen zu wenig Mana gleichzeitig. Und für Mindoramatis ist natürlich nicht gerade so gut. Aber ich muss halt einfach noch genügend Mitwing haben. Zum Beispiel Traps kann ich noch nicht hin platzieren, glaube ich, eine grüne Socke. Die sind sehr selten. Kann nichts machen. Okay, ich renne eigentlich jetzt jedes Mal raus, also wieder Phoenix und so brauchen wir nicht. So. Sehr gut. Also es droppen halt wenig Leute, wenig Gegenstände bei den Gegnern. Gut, dann wählen wir das auch ab. Okay. Warte immer noch nicht. PS-Vermögen ist gerade. Ja, einfach einen Money-Gegenstand. A cheer freeze weapon. Happy hunting! Also, das blistende Eis haben wir nochmals gefunden. Schauen wir mal austauschen. Ist nur Gegenstandsstufe 80. 67. Juju. So. Als nächstes haben wir hier einen 65er. Und der andere ist noch 66. Okay. You need muscle. Echte Stealth. Nicht Delf, heißt. Mann. Keine Ahnung, ich bin jetzt einfach sehr abgelenkt. Ander. Okay, ein Ionic, eine Ionic-Kiste finde ich, auf der Map. Cool. Was? Okay, cool. Den habe ich letzte Season gebraucht und habe ihn nicht gefunden. Ja, jetzt habe ich ihn. Das macht Skelette, ja, die rennen und dann in die Luft fliegen. Durch Minion Instability. Das müssen wir einfach im Privaten dann machen. Können wir eigentlich machen, aber ich brauche da noch ein anderes Unit dafür. Wir können den Bild eigentlich noch mal machen. Wie aus. Ich werde ihn einfach mal hoch machen. Okay. Jetzt sind wir eigentlich genügend schnell. Im Endgame vielleicht. Und der andere Bild ist ein Frost Sentinels Spectre Necromancer, den ich hochtreibe. Das ist ein Akt 2, glaube ich, jetzt momentan ist. Okay, mach mal weiter. Bist du dumm? Wieso hängst du jetzt fest? Hallo? Right. Hey, machst du nichts? Nice piece. Hallo, mach mal weiter. Jetzt endlich, ey. Nicht verpackt sein. Immer noch etwas verpackt, ne? Na gut. I am no beast of burden. Ja, ja. Nicht so wichtig.
ID-Maps hier haben jetzt noch nicht viele Gegenstände. Durchbohren, sehr gut. Schlagen. Okay, da kann noch eine Kiste öffnen. Sehr gut. Nehmen natürlich auch noch mit. Okay, die Gegner sind hier ein bisschen schneller dann. Hat aber Lebensraum. Nicht Lebensraum benutzen, bitte. Geht alles länger. Was da rauskommt, senkt das Blut. Okay, sehr easy hier. Viele Gegner, die noch nicht so viel Schaden. Schön. Ich weiß nicht, wie erfahrene Streamer so gut Konzentration halten können, aber diese Effekte sind schon wahnsinnig gigantisch groß. Also ich habe einfach zu gute Grafik, ist das Problem. Ich müsste vielleicht wirklich einen alten PC, also einen alten Monitor oder so, benutzen. Ihr seht es ja anders, ihr seht es ja einfach irgendwie Video bearbeitet. Ihr seht es halt einfach anders. Ist recht grell hier, hä? So viele Skins. Mag diese hellen Skins überhaupt nicht. Hat irgendwas von Selbstverstümmelung. Ist einfach, ja, zu grell sehen, macht doch die Augen kaputt. Ich weiß nicht, was das für Leute sind, solche Sehenskins tragen müssen. Die müssen ja wirklich irgendwie blind sein. Schlechte Augen haben. Ich habe halt zu gute Augen. Für mich ist das Grille noch griller. Also ich habe HDR-Augen wahrscheinlich. Okay. So, den machen wir noch raus. Bei Dolche, nicht bei Dolche, da. Der hat 45. Der hat 60. Gut. Dann auch verkaufen. So, und jetzt können wir hier Item endlich wegmachen. Yes. So, der bekommt wahrscheinlich ein Level up über. Schon weit, bald Level 3. You ever get the feeling? Nein, ich will nicht immer ins Portal. Ich will durchlaufen. Nimm den Portal vorbei. Ah, diese große Auswahl ist auch manchmal ein bisschen doof. Ich bin halt immer so ein bisschen fixiert auf das nächste. Was hingeht. Okay, da sind diese Drohnen. Die machen jetzt hier so ein Suchen und wenn sie suchen, kommen mehr Gegner. Wenn sie uns geben. Okay, nochmals ein Unique, eine Unique-Kiste. Goldmund, hier Ecke sind immer Unique-Kisten. Okay, Pyre. Okay. Pyre, oder ich sage auf Englisch. Zimmermünzen, sehr gut. Hier haben wir auch noch mal eine extra Truhe. So, noch mal seine Türe. Dorf und Dorf. Alvikörle, sieht er nicht. Die Fratellenbombe. Truhen. I am no beast of burden. Ja, machen wir die Tür raus. Ja. So, etwas muss ich auch noch umlegen. Sollte hier eigentlich Platz haben. Wunderbar. On it, Boss. Ja, das ist ein schönes Level. Relativ kurz. Okay, wir mussten gar nichts mitnehmen.
bin. Schauen, ja. Nein. Schau, dass ich morgen noch besser ausgeruht bin. Ein bisschen schwer jetzt gerade hier. Noch jetzt nicht unbedingt 50 Minuten, aber ja, nach dem Eistier muss ich leider Pause machen. Ich kann ja jetzt gerade auch nicht schneiden, weil ich natürlich DaVinci Resolve anteste. Das alte nicht. Was ist das mit dem Angriff gewesen? Was? Vielleicht ein Sniper-Schuss. Ein komischen Skin. Manche setzen auch ja, Kauf-Skins ein. Kaufen kann für meinen eigenen Charakter. Das ist eigentlich ziemlich cool, aber ist natürlich auch nicht einfacher. Jeder hat gute Verteidigung. Stand gegen Blitz auch. Aber schnell down gewesen. Ja, und jetzt haben wir das auch geschafft. Wir haben das platziert, scheinbar das Andenken. Zurück in ein Versteck oder so gebracht, also in ein, wo wir es geklaut haben, oder diese Frau geklaut hat. I know I'm a lot poorer than I was a few days ago. Okay, er hat den Tipps, der mitgekommen ist, hat das geklaut wahrscheinlich. Und jetzt haben wir es einfach zurückgeschmuggelt. Yes. Ja, super. Dann. So. Hirn. Schlecht. Identifiziertes. Ja. Sehr gut. Wen haben wir schon? 12, 10, 16. Besseren. 24 ist das. Vorne haben wir nicht. Also die habe ich schon, aber vorne. Ich würde gerne weniger Ausweichchance haben. Okay, hier vorne habe ich das. Ne, es ist nicht das. Irgendwo habe ich diesen Helm. Gut, dann haben wir hier noch zum Verkaufen. Pyre haben wir, glaube ich, noch nicht. Ja. Diesen Lips. Gut, die zwei können verkaufen. Ja, und dann wäre es eigentlich. Ich mache natürlich dann morgen früh noch ein Part. Und wir noch ein bisschen weiter mappen. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen und ja, jetzt geht's so langsam los mit Maps und so weiterkommen. Jetzt müssen wir einfach noch ein paar Blitzschaden und Zauberschaden, Ringe vor allem und ein ja, mit ein Abyss-Gürtel finden, damit wir ein Abyss-Juwel reintun können und dann geht's langsam los mit dem Schaden. Ja, ich freue mich drauf und ihr hoffentlich auch. Tschüss!